Ey, weißt du was? Fuck it, Alter. I wear Gucci and you wear Converse. 6 Vorurteile über Models. Models sind magersüchtig. Nein. Oder doch, vielleicht schon. Ich habe gerade heute Morgen wieder mir 3 Bananen, Milch, Chiasamen und. Danach gab es Müsli, danach habe ich noch eine Stulle gegessen. Alleine, um irgendwie so ein bisschen was raufzukriegen, weil ich habe halt kein Fett. So, da ist halt gar nichts bei mir. Ich esse gern Salat und so. Aber ich esse genauso gut auch Burger und was weiß ich. Also in Paris ist glaube ich, am ehesten noch dieser Typ vorhanden. Jungenhafter, dünner Kerl. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da die Grenze bei manchen zur Magersucht vielleicht auch nicht so weit weg ist. Models sind reich. Nein, das stimmt nicht. Leider. Also ein Durchschnittsmodel verdient im Jahr zwischen 50.000 und 60.000, würde ich sagen. Man kann eigentlich nicht sagen, dass wir uns dumm und dämlich verdienen. Wirklich gute Freunde von mir, die wirklich upper class sind. Ja, da reden wir schon so von 250 bis 300.000 im Jahr, wenn nicht noch mehr. Models sind oberflächlich. Nein, Models sind nicht oberflächlich. Also es gibt welche, die bestimmt auch sehr oberflächlich denken. Ich würde generell jedem Menschen eine gewisse Form von Eitelkeit unterstellen. So, da finde ich auch nichts Schlimmes daran. Das ist einfach, dass man auf sich achtet, dass man gepflegtes Auftreten hat, etc. Nee, ich würde mich nicht als oberflächlich bezeichnen. Ich bin eher Ästhet. Let's keep it this way. Models feiern dicke Partys. Ich nicht. Naja, ist halt alles umsonst. Es gibt viele schöne Frauen, es gibt viele hübsche Männer. Eigentlich geht es nur um gesehen und gesehen werden, um einen guten Sex zu haben, um es mal auf den Punkt zu bringen. Models sind dumm. Nö. Das stimmt nicht. Nee, glaube ich überhaupt nicht, weil jedes Model muss was erzählen können und dumme Models werden auch relativ schnell ausgesiebt. Models sind käuflich. Models sind käuflich? Nein. Ich würde nicht sagen, dass Models käuflich sind, weil man ja im Prinzip für einen Job gebucht wird. Naja, wir präsentieren Marken. Wir sind die Gesichter von gewissen Marken. Denen gibt man ja aber auch nicht seine Persönlichkeit, sondern letzten Endes nur sein Äußeres irgendwie. Ich persönlich habe für mich die Grenze für Fellprodukte gezogen. Das ist eine Sache, für die ich persönlich nicht Werbung machen würde. Deutschlandfunk Nova.